Name ist Bruno Adara und wohne ich hier in Berlin. Und wir sind die Initiative Familienleben für alle. Wir kämpfen für das Recht für Familiennachzug für alle Flüchtlinge. نحن مبادرة الحياة العائلية للجميع، نحن عم نطلب لم الشمل العائلي لجميع اللاجئين الحاصلين على الحملة الفرعية، ما نام اسمه أحمد مدرس، مش فاشل أو أغابش. My name is Roger Lindenberg. We are the initiative Family Life for All, Familienleben für alle, and we fight for the right for family reunification for all refugees. Letzte Woche wurde das Recht auf Familienzusammenführung für Flüchtlinge mit Subsidiärschutz abgeschafft. Visumverfahren für ihre Familie werden zu einem Wettbewerb und Glücksspiel mit schlechten Gewinnchancen. Dadurch werden Tausende von Kindern ohne ihre Eltern aufwachen müssen und Ehepaar dauerhaft getrennt. الأسبوع الماضي تم إلغاء حق لم الشمل اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية. إجراءات الفيزا للعائلات صارت عبارة عن مراهنة ولعبة حظ بفرص ربح ضئيلة، وبهالشيء رح يضلوا الأطفال والأزواج منفصلين بشكل مستمر عن أهلهم. Last week, the right for family unification for refugees with subsidiary protection was abolished. Visa procedures for their families become a competition and gambling, with poor chances to win. As a result, thousands of children will have to grow up without their parents, and couples will be permanently separated. Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 6, steht: Ehe und Familie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Das neue Gesetz schafft diese und Recht für sozial geschützte Flüchtlinge ab. Mit dem Dستور الألماني بالمادة رقم 6 مكتوب إنه الزواج والعائلة يتمتعون بحماية خاصة من قبل الدولة. قانون لم الشمل الجديد قام بإلغاء هذا الحق. The Constitution for the Federal Republic of Germany states marriage and family are under the special protection of the state order. The new law abolished this fundamental right for refugees with subsidiary protection. Wir sind wütend, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt, das eindeutig am Gesamt- und Grundgesetz steht. الشيء اللي بخلينا غاضبين انه عملوا هيك قانون متعارض تماما بالمانيا مع الدستور الالماني. We are angry that there is a law in Germany that is clearly contrary to the constitution. Für uns ist klar, jede Familientrennung ist ein Härtefall. Wer sich ständig Sorgen um seine Familie machen muss, kann sich nicht auf dem dort lernen oder beruflich Weiterbildung konzentrieren. Menschen, die nicht wissen, ob sie und ihre Familie in Deutschland Schutz finden, können hier keine Zukunft planen. يلي بضل باله مشغول على عائلته مستحيل يقدر يتعلم لغة ألماني أو يتعلم مهنة جديدة. الناس يلي ما بتكون على يقين من إنه عائلته رح تحصل على حماية ألمانية بألمانيا ما رح يقدروا يخططوا لمستقبلهم. For us it is clear, every family separation is a hardship. Anyone who has to constantly worry about his family cannot focus on learning German or further education. People who do not know whether they and their families find protection in Germany cannot plan a future here. Es war für niemanden eine leichte Entscheidung, ohne die Familie auf dem Weg nach Deutschland zu gehen. Viele hatten keine Möglichkeit, mit der ganzen Familie zu fliehen. Außerdem wollten viele ihre Kinder nicht mit auf dem gefährlichen Flugweg über das Mittelmeer nehmen. Alle dachten, wenn wir diese gefährliche Reise schaffen, dann machen wir es möglich, dass später unsere Familie auf einen sicheren Weg nach Deutschland kommt. ما كان اتخاذ قرار السفر الوحيد سهل على حدا. معظمنا ما كان عنده حتى الامكان.
يسافر مع عائلته. الطريق خطر وفي ناس ماتت على الطريق. كنا متوقعين انه وقت تنجح هالرحلة رح نقدر نجيب عائلاتنا بطريقة آمنة على ألمانيا. It was not an easy decision for anyone to go to Germany without the family. Many had no opportunity to flee with the whole family. In addition, many did not want to take their children on the dangerous flight route across the Mediterranean. Everyone thought, if we make this dangerous journey, we will make it possible for our families to come to Germany safely on a later time. Grundrechte dürfen nicht vom Code abhängen. Die meisten von uns sind syrische Flüchtlinge. Wir haben erlebt, wie unfair die Entscheidung des Bundesamts für Migration und Flucht sind. Im Jahr 2015 haben fast alle Menschen aus Syrien Flüchtlingsschutz bekommen. Die Situation in Syrien ist nicht besser geworden. Trotzdem haben in 2017 über die Hälfte der Asylsuchenden aus Syrien neuen Zivilitätsschutz bekommen. Andere Flüchtlinge, so wie ich, haben gar keinen Schutz bekommen und mussten ihre Aufenthalte anders erkämpfen. ما بصير بتعلق الحقوق الإنسانية الدستورية بحصص أو مواصفات. معظمنا هن اللاجئين سوريين. نحن عشنا كيف كانت محكمة اللجوء عم توزع الإقامات بشكل غير عادي. بعام 2015 حصل تقريبا معظم اللاجئين من سوريا على إقامة لجوء. الوضع بسوريا ما تغير. بالرغم من ذلك عطت المحكمة لأكثر من نصف اللاجئين بال 2017 حماية مؤقتة. Fundamental rights must not depend on quotas. Most of us are Syrian refugees. We have seen how unfair the decision of the Federal Office for Migration and Flight are. In 2015, almost all people from Syria received refugee protection. The situation in Syria did not improve. Nevertheless, 2017, more than half of the asylum seekers from Syria received only subsidiary protection. Other refugees, like Bruno, did not get any protection and had to fight by other means for their stay. Diese wirkliche Hierarchie von unterschiedlichen Kategorien von Schutz ist verknüpft mit unterschiedlichen Recht bzw. unterschiedlichen Erschränkungen von Grundrecht. هاي الإقامات التعسفية مرتبطة بوضع اللاجئين ضمن فئة معينة ونزع منهم حقوقهم الأساسية. This arbitrary hierarchy of different categories of protection is linked to different rights or different restrictions of fundamental rights. Wir sind aus Staaten geflohen, in denen Wirkung herrscht. Nun sind wir wieder der Wirkung ausgeliefert. Wir haben das Gefühl, in Trauma wieder und wieder zu erleben. نحن هربنا من بلدان فيها الموظف بيتصرف على كيفه. للأسف هلا نحن حطونا بنفس الموقف وعم نعيش نفس التجربة هون. We have fled from states where arbitrariness reigns. Now we are at the mercy of arbitrariness again. We feel like experience and trauma again and again. Diese Spaltungsmechanismus, setzen wir unsere transnationale Solidarität entgegen. Wir suchen keine Lösung für Einzelfamilien. Wir kämpfen nicht nur für die Rechte von Flüchtlingen mit Sozialschutz, sondern wir kämpfen dafür, dass Grundrechte unabhängig von Herkunft und Aufenthaltszeit für alle gelten. استراتيجية تفريق اللاجئين عن بعضهم ووضعهم بمواجهة بعض البعض تتعارض بشكل كامل مع روح التسامح الموجودة بهالبلاد. نحن ما عم نلاقي حل لعائلة واحدة أو للاجئ واحد. نحن عم نكافح لحقوق اللاجئين كلهم، مو بس للاجئين اللي ما هم إقامة سنة. نحن عم نكافح لحتى يحصل كل اللاجئين على حقوقهم الأساسية بغض النظر عن بلد الأصل أو عن نوع الإقامة. This
mechanisms, we oppose our transnational solidarity. We are not looking for solutions for individual families. We are not only fighting for the rights of refugees with subsidiary protection. We are fighting for fundamental rights for everybody, no matter from what origin and what residence permit. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Families are welcome here. Say it loud, say it clear. Families are welcome here. Say it loud, say it clear. Families are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Dankeschön. Wir haben hier für euch unser Mensch ärgere dich nicht Spielfeld aufgebaut und wir laden euch alle ein, da zu spielen, wie es funktioniert. Auf dem Spielfeld der Politik stehen Menschen. Es sind die Familienangehörigen von subsidiär Geschützten, die auf ein Visum zur Familienzusammenführung warten. Wie in einem üblichen Mensch ärgere dich nicht Spiel geht es erst, darf man erst losgehen, wenn man eine 6 gewürfelt hat. Das entspricht dem Glück, einen Termin bei einer Botschaft zu bekommen. Denn nur wer einen Termin bei einer Botschaft hat, kann überhaupt einen Visumsantrag stellen. Okay? Seid ihr los? Ja. Ja. Das ist aber auf Anhieb großes Glück. Da hat jemand schon sehr früh einen Termin gebucht. Es gibt Menschen, die haben im Herbst 2016 schon ihre Termine gebucht und die haben Glück, dass sie jetzt im August schon ihre Termine bekommen. Okay, hier leider kein Glück. Der schon sehr früh einen Termin gebucht hat. Vielleicht ist es aber auch eine Familie, die bereits einen Härtefallantrag gestellt hat, der abgelehnt worden ist. Bisher gab es für die Familienangehörigen von subsidiär geschützten Flüchtlingen immer die Möglichkeit, einen Härtefallantrag zu stellen, wenn ein außergewöhnlicher Härte vorliegt, das heißt, wenn Lebensgefahr besteht. Ganz wenige Anträge davon, von diesen Härtefallanträgen, sind tatsächlich bewilligt worden. Im Jahr 2017 waren es unter 100. Die Anträge, die abgelehnt wurden irgendwie, die haben aber schon alle Unterlagen bei der Botschaft eingereicht und die bekommen jetzt sehr schnell einen Termin für einen weiteren Antrag.